Wie fügt man in ein Dokument eine Seite im Querformat ein? Ein Beispiel. Sie schreiben ein Dokument und am Ende von Seite 3 möchten Sie die nächste Seite für ein Bild in Querformat haben. Der Cursor steht als letztes auf Seite 3. Wählen Sie im Menü Einfügen, Umbrüche, manueller Umbruch. Im Dialog Umbruch einfügen wählen Sie den Typ Seitenumbruch und bei Seitenvorlage wählen Sie Querformat. Geben Sie die in der Folge logische Seitennummer ein, also die 4. Klicken Sie auf OK. Nachdem Sie Ihr Bild eingefügt haben, der Cursor steht am Ende von Seite 4, möchten Sie wieder zum Hochformat zurück. Wählen Sie wieder im Menü Einfügen, Umbrüche, manueller Umbruch. Im Dialog Umbruch einfügen wählen Sie den Typ Seitenumbruch und bei Seitenvorlage wählen Sie Standard. Geben Sie die in der Folge logische Seitennummer ein, also die 5. Klicken Sie auf OK.